Die Abonnenten unter euch, die schon ein paar Jahre länger mit dabei sind, erinnern sich bestimmt noch an die guten alten Infovideos, wo ich einfach ein bisschen reden konnte, was ich so aufgenommen habe, was ich so für kommende Let's Plays plane und generell meine Gedankengänge. Und ich bin relativ froh, dass das wieder in Gestalt dieser Streamplan-Videos zurückkehrt, wo ich einfach mal ein bisschen straight zu euch rede und euch erzähle zum einen, was es für Streams die Woche gibt oder angedacht sind, aber auch über die YouTube-Videos, was ich euch einfach sagen kann. Ja, ich kann nichts fest versprechen, ich weiß nie, wie es kommt, aber ich sag euch, wie es ist. Es sind nicht besonders beliebt, diese Videos, die ihr gerade schaut, aber danke, dass ihr dabei seid. Wirklich, das ist... Da kann man immer so einmal pro Woche das erste Video der Woche immer eine Bestandsaufnahme machen und ja... Schreiten wir doch schon mal voran. Kommen wir doch mal zum Punkt hier. Am 12.12., also diese Woche ist wieder angedacht, klassisch, ne? Mittwoch, Freitag und Sonntag Streams auf Twitch ab 20.30 Uhr. Am Mittwoch, den 12.12., gibt es das große Race Back-to-Back gegen Wallow You und Trakel. Ja, die lieben Kollegen. Und zwar in 3 Disziplinen direkt hintereinander. Als erstes Super Mario World. Da ist angedacht, alle Koopalinge und Bowser zu besiegen. Das heißt, nicht schnell zu Bowser über die Star Road. Star Road existiert quasi nicht, die spielt keine Rolle. Die 7 Hauptburgen erledigen und auch Bowser die Leviten lesen. Und dann, wer das geschafft hat, der kann übergehen zu Sonic 2 auf dem Sega Mega Drive. Übrigens Mario World auf dem SNES Classic Mini. Muss ich auch noch anschließen, bin ich sehr gespannt. Das ist Trakels Spezialgebiet, Mario World. Der wird wahrscheinlich als erstes fertig sein und dann darf er schon mal anfangen mit Sonic 2. Und dann wird's halt spannend. Sonic 2 ist mein Spezialgebiet. Wolo hat da trainiert. Ich denke mal, ich komme immer noch am schnellsten durch. Aber komme ich am schnellsten durch so lange, so weit, so schnell, dass es reicht, dass ich in der 3. Disziplin am Ende noch vorne liege? Die letzte Disziplin ist dann Super Mario 64, der 70-Sterne-Run. Und den habe ich ja trainiert, gerade gestern, am Streaming-Sonntag, am 9. Dezember abends. Manche von euch waren bestimmt dabei. Und ja, es war wichtig, das zu tun, um zu gucken, welche Sterne gönne ich mir, wo sollte ich hin, wo sollte ich lieber nicht hin. Solche Sachen, ich bin beileibe nicht perfekt, also Wolle zum Beispiel, der Race dadurch ohne Ende, er kann sich die Sterne holen. Werde ich also so viel Vorsprung durch Sonic ergattert haben, dass es noch zum Sieg reicht? Das wird höchst spannend, das sind 3 wunderbare Spiele, die wir da durchhämmern. Und ich glaube, das ist ein sehr interessantes Experiment, ganz einfach. Also wir kommentieren wir auch wie immer zu dritt, wer es noch nicht gesehen hat, die Races. Wolle You und Trakel, schaut gerne auf ihren Twitch-Kanälen vorbei. Und auf meinen, falls ihr es noch nicht getan habt, falls ihr neu auf dem Kanal seid oder so. Verirrt, Link in der Videobeschreibung. Hier geht's zum Stream, bedeutet hier geht's zum Twitch-Kanal. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Nicht umsonst habe ich da ein bisschen trainiert und das war halt wirklich nötig. Ich muss mir zurechtlegen, welche Sterne will ich holen und wie. Wie will ich die holen, das ist der Punkt. So, und dann am Freitag, der 14. Dezember, ist angedacht Zelda Breath of the Wild. Es wird Zeit, dass wir das weiterspielen, da hatte ich richtig Bock drauf. Der erste Breath of the Wild Stream war erste Sahne. Deswegen jetzt endlich weiter am 14. Dezember mit neuen Schreinen, neuen Gebieten und ja, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Tipp von euch, den ich befolgen werde. Da will ich ein bisschen auf den Zwillingsbergen da rumhüpfen. Da gibt es ja einige Schreine, die man erklimmen kann, denke ich mal. Und ja, also Sachen. Also Sachen ganz einfach. Bin ich sehr gespannt, da freue ich mich wirklich drauf. Ey, Zelda. Das klingt voll ironisch von mir, aber wer dabei war bei dem Breath of the Wild Stream, der weiß, das war schon feierbar, definitiv. Aber es war auch der Anfang, den ich gut kenne. Also es bleibt spannend. Und am Sonntag, den 16. Dezember, das ist der 100. Let's Play Markus Livestream. Und ich hatte ja schon mal überlegt, ob ich da vielleicht Super Mario Star Road weiterspielen möchte, aus meinem ersten Stream. Jedoch, erst gingen die Speicherdaten nicht, dass ich nicht mehr von da hätte weiterspielen können, wo ich stehen geblieben bin. Und jetzt geht das Spiel überhaupt nicht mehr. Ich habe 3 verschiedene Project 64 Varianten ausprobiert und alle 3 haben irgendwie andere Probleme damit. Als ich dann gestern im Stream gefragt habe, ja, was können wir da machen, kam der Vorschlag Super Mario Maker. Und dann habe ich eine Umfrage gemacht, wollt ihr wirklich Mario Maker oder irgendwas anderes?
aber der Großteil votete für Super Mario Maker. Deswegen machen wir das gerne. In erster Linie Abonnentenlevel, würde ich sagen. Also auch wisst ihr Bescheid, wenn ihr noch Level habt auf eurer Wii U, wenn ihr das nochmal anstöpseln wollt, schickt mir dann im Stream, nicht hier, im Stream, eure Level-ID. Und dann könnte ich die zocken, natürlich. Im Stream, am Sonntag. Ein bisschen Mario Maker in Ehren. Für den Dezember kann mir keiner verwehren. Yes! Yes, come on! Falcon Punch! Das sind die drei Streams für diese Woche. Wie es die kommenden Wochen aussieht, das weiß ich gar nicht so genau. Eigentlich passt es ja mit meiner Mittwoch-Freitag-Sonntag-Tendenz immer ganz gut, aber wahrscheinlich gibt es da so über Weihnachten so ein paar Schwierigkeiten. Gut, für kommende Woche habe ich mich so festgelegt, ne? Wir zocken 12., 14., 16., aber dann werdet ihr in einer Woche von mir wahrscheinlich aktuellere Infos haben, wie es dann in die kommenden Wochen klappt. Deswegen stay tuned, liebe Pikmin und Zuschauer, wisst ihr Bescheid. Ansonsten soll es auf YouTube natürlich jede Menge Stoff geben. Wer hat's gedacht, es ist Dezember, alle YouTuber laden hoch. Selbst dieser Let's Play Markus, der lädt doch sonst das ganze Jahr keine Videos hoch. Was? Wie, der lädt das ganze Jahr von Januar bis Dezember jeden Tag 2 bis 3 Videos hoch? Gibt's doch gar nicht. Nee. Na denn. Ihr wisst, das muss ich auch mal sagen, viele Leute fragen nach Spyro und Pokémon. Schade, dass Pokémon nicht mehr weiterging. Es ist halt der 7. Dezember, ich hab's halt angekündigt. Ich habe extra Pokémon und Spyro jeden Tag ein Part gegönnt, bis zu diesem ominösen 7. Dezember. Smash kam raus, Yo-Kai Watch 3 kam raus, beide sind mir sau wichtig, beide machen mir sau Spaß. Das ist auch der Punkt, was mich sehr freut, gerade Smash. Ich weiß nicht, wie ich mir das selbst antue, dass ich Smash so spiele, dass ich halt nur... Ich spiele ja nichts frei. Aus Angst, etwas frei zu spielen, spiele ich es privat nicht. Sondern ich will alles im Let's Play haben. Das ist ein bisschen masochistisch, glaube ich. Aber so ist das. Deswegen will ich eigentlich noch mehr Smash spielen, aber... Yo-Kai Watch wollen wir nicht vergessen. Es ist halt angedacht. Angedacht, Punkt, ne? Ausrufezeichen. Angedacht, dass ich jeden Tag um 16 Uhr Yo-Kai Watch 3 hochlade, auch heute, ja, und jeden Tag ab 18 Uhr Super Smash Bros. Ultimate. Okay, das ist heute so, das ist wahrscheinlich morgen so und die ganzen Tage. Ich will das so machen, ob das so klappt, weiß ich nicht. Wenn irgendwas mal dazwischen kommt, ich kann abends nicht aufnehmen, dann klappt das schon wieder nicht. Gerade wenn ich 3-mal die Woche streame. Das ist vielleicht auch ein Grund. Ich nächste Woche mal einen Stream wieder ausfallen lassen muss, weil ich stattdessen aufnehme, damit ihr über Weihnachten, weil an Weihnachten kann ich ja auch nicht aufnehmen aus Real-Life-Family-Gründen und sowas. Oder sollte man nicht, ja. Vielleicht will ich auch mal einen Tag wirklich abends, ich bin ja jeden Abend entweder am Aufnehmen oder am Stream, seit Monaten. Es gibt keine Abend, wo ich mal nichts mache. Und einfach nur mit der Family mal zusammensitzen und gemütlich Weihnachten haben, das, wir haben zwar kein Kamin oder so, aber man kann sich trotzdem gemütlich machen. Und einfach mal entspannen. Das nehme ich mir vielleicht auch mal an Weihnachten raus. Das ist der Punkt. So, und was noch? Was noch? Was noch? Was wollte ich sagen? Ja, 16 Uhr immer angedacht Yo-Kai Watch und 18 Uhr immer Smash. Und um 14 Uhr sollen sich Pokémon oder Spyro abwechseln. Jetzt ist der Punkt, das wären dann 3 Videos am Tag, 3 Let's Play Parts am Tag. Da muss ich auch so viel produzieren können. Wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich irgendwo Abstriche machen. Aber das wäre so mein Idealgedanke, dass um 14 Uhr abwechselnd Pokémon Spyro kommen. Das heißt, morgen kämen dann, für morgen ist angedacht, morgen ist der Moment, lass mich lügen, 11. Dezember. Für morgen den 11. Dezember, 14 Uhr Pokémon, 16 Uhr Yo-Kai Watch, 18 Uhr Smash. Und dann abwechseln. Das heißt, am Mittwoch 14 Uhr Spyro, 16 Uhr, ne? 16 und 18 Uhr bleiben ja immer. Und dann Donnerstag wieder Pokémon, Freitag wieder Spyro und so weiter. Ich hoffe, das ist ein Kompromiss, mit dem man leben kann. Ich denke, aufgrund dieser 4 Projekte, die mir wichtig sind, die ich auch weiter spielen möchte, wahrscheinlich werde ich deswegen im Januar New Super Mario Bros. U Deluxe erstmal verschieben. Weil das, die Spieler hat man eh schon gesehen. Im Januar kommt auch Resident Evil 2 Remake. Das möchte ich nicht verschieben, aber mal gucken, was bis dahin ist. Es sind halt so viele Projekte und die sind alle Hammer. Und Yo-Kai Watch und Smash gehen noch ewig, weil die so viel bieten inhaltlich, dass ich die in absehbarer Zeit nicht zu Ende kriege. Das ist ja wirklich wahr.
Das ist der Punkt. Das wollte ich einfach mal so loswerden, dass ihr da Bescheid wisst. Also Dezember, ich bin schon gewillt, viel hochzuladen, aber es kommt momentan auch real-life-technisch viel dazu. Und ich bin halt leider, ich bin halt nicht mehr Single oder so, wo ich einfach mal mittags aufnehmen kann. Ich kann immer erst abends ab 20, 21, fast schon 22 Uhr oftmals. Dann arbeite ich bis 3 Uhr nachts und bearbeite dann noch, dass wenn ich schlafen bin für 3 Stunden, dass es dann rendert. Schreibt jetzt nicht so, überarbeite dich nicht. Ich mache sehr gerne. Das ist ja aber auch, was mir Spaß macht. So muss man das sehen. Gut, schlafen würde ich trotzdem gerne, aber man kann halt nicht alles haben. So, ich denke, ich habe mich verquatscht. Aber wie gesagt, auch solche Stream-Plan-Videos genieße ich. Ganz groß wird es dann halt wieder im Dezember mit Unmengen Gelaber. Das muss ich auch irgendwo reinpacken. Das muss ich auch in irgendeinem Zeitrahmen machen. Danke fürs Zuhören. Ihr wisst, alles ist geplant. Wenn noch Fragen sind, ab in die Kommis. Wir sehen uns in den Videos und in den Streams. Viel Spaß bei mir. Einen schönen Dezember noch. Bis dann und ciao.